Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Divinity Original Sin 2, dem Gesprächesimulator. Zumindest kam mir das Spiel bisher ziemlich so vor, als würden wir eigentlich so bisher 99% der Zeit nur Gespräche mit anderen Leuten führen. Aber jetzt haben wir ja endlich mal was anderes entdeckt, eine Falltür neben der Statue. Und ja, ich hoffe, dass uns hier etwas Cooles erwarten wird. Schauen wir mal. Oh, okay. Ein Schmiedehammer. Können wir damit was machen? Mal schauen. Und eine Kartoffel. Ist das... Oh, guck mal. Schmiedehammer gefunden. Drücke auf einer beschädigten Ausrüstung rechte Maustaste. Okay, dann können wir reparieren. Sehr, sehr schön. So, was ist mit diesem abgeranzten... Ach, wir haben schon wieder die falsche Figur aktiviert hier. Können wir das benutzen? Das sieht auf jeden Fall besser aus. Drei nur. Drei. Drei. Vielleicht hätten wir doch nicht so viel kaufen sollen. Das ist hier... Ja, wir finden jetzt schon bessere Sachen wieder. Na gut. Ist hier noch irgendwas zerbrochene Vase? Können wir... Ugh, it's broken. It's broken. Gut. Und an dem ganzen... Ach, cool. The statue and recognize the face as that of the goddess Amadia. You read something about her once long ago. Okay. Deine Hand ausstrecken, einen einzelnen Wassertropfen erlauben, auf deiner Hand zu landen. Oder deinen Blick langsam abwenden. Wir machen ersteres. The droplet burns both hot and cold. And yet you feel no pain. You step towards the flow, desiring more, wanting desperately for it to take you, and darkness envelops you. Was uns weht und Dunkelheit? Okay, was passiert? Was? Okay, Wegpunkte. Aha, Freudenfeste Kerker, Platz Strand. Okay, ich muss jetzt ehrlich zugeben, das ist eine Stadt. Also das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt innerhalb einer Stadt drei Wegpunkte bräuchte. Aber okay, das ist ein Wegpunkt. Okay, die anderen sind mir anscheinend nicht aufgefallen, falls wir schon Wegpunkte gefunden haben. Vielleicht sind das alles solche Statuen, ich weiß es nicht. Oh, hier ist noch eine Vase versteckt. Na, das ist ja mal was. Haben wir hier so eine Götter... Naja, so ein Brunnen-Ebenbild von einer Göttin gefunden. Und die fungiert einfach mal als Wegpunkt. Okay. Gut zu wissen. Ja. It's broken. Aber... It's broken. Nee, ich wollte den Hebel. Den sehe ich doch. Ich bin noch nicht blind. Okay, und weiter. Ja, da frage ich mich. Wir haben schon zwei Wegpunkte freigeschalten. Aber den hier mussten wir aktivieren. Ich frage mich gerade, wie wir die anderen beiden Wegpunkte dann freigeschalten hatten. Reicht das, wenn man an den Dingern einfach vorbeiläuft? Oder muss man die eigentlich schon anklicken? Bei denen am Strand hätten wir ja sonst wahrscheinlich gar nicht haben dürfen. Da haben wir den mal angeklickt. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals so ein Ding hatten mit Wegpunkt. Okay, hier scheint es relativ safe zu sein. Ich gucke mich erstmal hier weiter um, bevor wir in irgendeinen der Räume gehen. Ich nehme an, der nächste Kampf ist echt nicht mehr weit. Mensch, so eine geile Truhen und dann ist da nichts drin. Das gibt's doch nicht. Okay, dann gehe ich hier erstmal rein. Guck mal da. Was? Zillig. Warum ist der... Ist das ein Dieb, der sich... Ist ja ein Kerker. Ach, jetzt ist er. Ach so. Ja, gut. Vergesse ich immer bei dem Spiel, dass wenn man nicht nah genug dran ist, die so halb durchsichtig sind. Das hatten wir schon mal. Okay, zillig. Ist hier einfach mal unten eingesperrt. Was? Kopfparasiten hier raus? Ach so. Oh. I guess he's talking about you. Ich glaube auch. Wir sagen, dass sie ihn ansprechen sollte. Er scheint etwas über sie zu wissen. Ja. Let's just see about that. Oh, das gefällt ihr? Hey, loudmouth. What gives? I'm trying to relax here, aren't I? Whatever's going on with you and your passenger, I don't really need it in my vicinity. Hm, woher weiß er denn sofort, dass sie so eine, ja, gut, nennen wir es mal Parasiten im Kopf hat? You can see it. Sie meinte ja Gäste. See? Nein. Sense? Okay. Good God, yes. Er spürt ihn. You're a mystic too. Mystic? Ha! Used to be a sort of demonologist, though. Was learning the arts, at least. Never did have much of a knack for it, to be honest. Studied under a real maestro, though. Learned this and that too. Okay, er ist Dämonologe. Fragen, ob er lose mit dem Ding in ihrem Kopf weiterhelfen kann. Ihn nach seinem Meister fragen. Vielleicht würde der mehr wissen.
Oder was er in Lose zu sehen meint. Ja, das würde mich echt interessieren. Hard to say, a glance. Mist. Come on, make yourself useful. There's gotta be something you can do. Well, I might be able to tell you exactly what's inside you. Might be any number of things. A ghost, a floater, a lucid dreamer who took a wrong turn somewhere. Meint er mit Klarträumer sowas wie Spitzsterz? Aber die verlassen doch ihren Körper nicht und ziehen doch nirgendwo anders ein, oder? Let me try something. Oh Gott, ich hab Angst. He places a thumb on each of Losa's temples and one foot gently on hers. Bei sowas muss ich echt immer sagen, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal, dass hier eigentlich Sachen stehen, was sie angeblich tun. Aber jetzt guckt mal, wo Lose steht. Ich sehe sie noch nicht mal. Die steht hier irgendwo hinter der Tür und er steht hier und, ja, macht nicht mal annähernd diese Geste. Das ist ein bisschen schade. Das hätte ich eigentlich mir gewünscht. Now, let's see. Holy. You ought to thank your lucky stars. That thing hasn't turned you into a meat puppet by now. Ja, das ist ja schön. Crick on a cracker. You need help. Serious help. Oh, don't I know it. Do me a favor. Get out of here and hie ye to the north of Driftwood. My old master was hot on the heels of something there. And if anyone can help you, he can. Na gut, wer ist denn dein Meister? Driftwood, old master, hot heels. Got it. Nach dem Namen seines Meisters fragen, ja? I don't dare say it now. Not while our guest is listening. Jetzt nennt das doch Gast und nicht Parasit. Okay. Don't you worry. With something like that inside you, Loser, he'll either come to you, or you'll be drawn to him soon enough. Okay, das war's leider auch schon. A drücken, um etwas über Lose zu erfahren. Wir sind dem ehemaligen Lehrling eines Dämonologen begegnet. Er meinte, dass ein früherer Meister vielleicht Lose helfen könnte, ohne dass wir ihn nördlich von Treibholz finden würden. Und, Entschuldigung. Okay, nördlich von Treibholz. Na gut. Dann gucken wir mal, wann wir da mal hinkommen. Aber anscheinend spielt das hier doch noch eine größere Rolle mit Lose, obwohl sie gar nicht die Hauptheldin ist. Verschlossen. Verdammt. Okay. Dann frage ich mich wirklich, ob es überhaupt eine große Rolle spielt, wen man denn jetzt als eigenen Schar nimmt. Wenn eigentlich, wir erfahren ja trotzdem ganz viel hier mit den Attentätern, mit seiner Studentenverbindung, mit den Wölfen, den einsamen Wölfen. Also wir erfahren ja trotzdem alles eigentlich über die anderen. Und ich glaube, wenn wir jetzt nicht Sibylle hätten, würden wir wahrscheinlich ihre Quest auch so nebenbei machen. Huch, oder hat das Spiel mal eben gespeichert? Okay, da kommen wir nicht lang. Ach, was haben wir denn da? What do you think you're doing, prowling around inside the fort? Liegt der da schon immer so rum? Also, das sieht nicht so gesund aus, aber okay. Wen haben wir denn hier? Magister Hundemeister? Heißt der Hundemeister? Wirklich? Ach nee, okay, ist nur ein Hundemeister. Okay. Dich entschuldigen und sagen, dass du irgendwo falsch abgebogen bist. Du wirst jetzt zum Lager zurückkehren. Ihm sagen, dass du gehst und ihm nicht rätst, sich dir in den Weg zu stellen. Einen Handel vorschlagen. Er lässt dich gehen und du verrätst niemandem, was du hier gesehen hast. Mhm. Oder sagen, dass einer der Magister oben verletzt ist und dich gebeten hat, Hilfe zu holen. Das glaubt er uns nicht, oder? Glaube ich nicht. Ich denke, am besten Chancen haben wir hier tatsächlich mit diesem Handel. Oder? Ach komm. Ha. And what is it you think you saw? Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht diesen komischen, halbtoten Typen da auf dem Boden. Mit dem Kopf auf den zusammengeschlagenen, blutverschmierten Magister zu seinen Füßen deuten. Dieser Anblick spricht für sich. Mit den Schultern zucken. Wenn er vergisst, dass er dich gesehen hat, hast du auch nichts gesehen. Go on. Get an eyeful. That's the least of what happens to traitors. Traitors and sorcerers. Ja, damit reden die sich, glaube ich, gerne raus. Sie sagen einfach mal, jemand ist ein Verräter und fertig. He looks you up and down. Too bad there's not a bit of meat to you. Guess my hands will have to be happy with the bones. Okay. Gut, dass das Spiel gerade gespeichert hat. Nein, wollen wir mal sehen. Also es sind nur zwei, soweit ich... Ach nee, Mist. Es sind nicht nur... Oh, okay. Das sind doch ein paar mehr.
Und ich nehme mal an, die sind best equipped. Ich glaube auch nicht, dass irgendwas anderes etwas anders gemacht hätte. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendwas anderes besser gewesen wäre. Glaube ich nicht. So, wir machen mal eine Ermutigung. Kriegen wir jetzt hier die ganzen Pluspunkte. Und können wir noch was? Wir haben 3 AP. Da kommen wir da nicht hin, oder? Ist, glaube ich, auch nicht so von Vorteil, wenn wir da jetzt hinrennen. Dann stehen wir halt mit Ifan so mittendrin. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich lock die vielleicht lieber her. Warte mal, was seid ihr denn? Ah, Bogenschützen nämlich. Ja, dann sollte ich da sowieso nicht mit Ifan rein. Und wir haben 2 Nahkämpfer und 2 Fernkämpfer. Ganz ehrlich, dann machen wir was ganz anderes. Weil ich das echt schon öfter versucht habe, ja jetzt in Kämpfen, und es hat irgendwie nie geklappt. Aber das war ja immer seltsam, dass uns die Feinde irgendwie trotzdem gesehen haben. Das mit dem Unsichtbar ist irgendwie nicht so der Hype. Ich verstecke mich mal hier hinter. Wegen den Bogenschützen. So, der Obermacker ist dran. War das auch gerade ein Kamelenumhang? Nee. Das war was ganz anderes. Feuersturmgranate. Oh Gott. Okay. Oh, und sein Hündchen hat er damit auch noch erwischt. Wo auch immer dieses Hündchen gerade herkam. Ich weiß es nicht. Was, oh, für eine Draufsicht? Oh, warum wird mir das jetzt erzählt? Weißt du, wir haben schon 100.000 Kämpfe gehabt. Und jetzt wird mir gesagt, dass ich eine Draufsicht machen kann? Okay. Ja, gut, ist jetzt... Weiß nicht, ob ich das jetzt unbedingt bräuchte, von so auf die Draufsicht ist jetzt... naja, gut. Egal. So, erstmal müssen wir hier raus. Das ist erstmal das Erste. Ich gehe mal hier hin. Was? Ah, diese Mistviecher, das machen die jedes Mal. So. Jetzt müssen wir erstmal schnell regenerieren. Die sind alle jetzt schon angehörtet, leider. Ich weiß nicht, was jetzt am meisten Sinn macht. Ich kann sie heilen, aber sie steht halt noch im Feuer. Ich weiß nicht, ob sie dann gleich wieder voller Feuer ist. Deswegen nehme ich doch lieber sie selber. Wir bräuchten mehr davon. Wir bräuchten mehr so eine Dinger. Naja. Kann ich denn jemand anderes einen Heiltrank rüberschmeißen? Oder muss ich den immer selber... Wahrscheinlich muss ich den immer selber benutzen, ne? Das geht, glaube ich, nicht so, wie ich mir das vorstelle. Wir können Blutsaugen machen. Ach, Blutsaugen? Hätte uns aber die... Ich glaube, es hätte uns nur geheilt, aber es hätte uns garantiert nicht vom Brennen bewahrt. Ach, guck mal, da liegen sogar Schlüssel. Na gut, dann mache ich einfach nochmal ermutigen. Ich glaube, das deckt sich. Oder? Weiß ich nicht, ob... Nee, ich glaube, es hat sich nicht gedeckt. Ah. Die sind stark. Scheiße stark. Warte mal, ich guck mal nur kurz, wie weit. Ah, gerade so, okay. Erst die anderen, oder? Kann es sein, wenn wir ihn besiegen, ist auch schon alles gelaufen, dass es nur das hier sein muss, mehr nicht? Ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir ganz gut vorstellen, fast. Dass das so sein könnte. Nein, da war ein Ölfass, da kommt man nicht ran. Kommt noch die Granate, aber ich glaube, vielleicht mit Gift ist gar nicht mal so schlecht. Wo wir die doch auch normal haben. Warum soll ich denn eigentlich den benutzen? 3 Runden. Abgewehrt durch magische Rüstung. Also ey, ich nehme das normale. Platz? Nee, vergiftet ist noch blockiert. Ah, okay, also wir müssen vergift schon erst anscheinend die ganze magische Rüstung runterkloppen. Kommt mir bald so vor. Na komm, dann machen wir das jetzt. Mal die verlangsamten Nahkämpfer. Boah, noch mehr Scheiße. Okay. Wow. Das ist so krass hier bei dem Spiel. Immer, immer ist alles voller Feuer. Ey, man kann hier gar nichts machen. Alles einfach automatisch abgefackelt. So, wisst ihr, was ich jetzt mache? Fuck. Wisst ihr, was ich... Scheiße, reicht's nicht mehr. Das braucht 2, oder? Ich sehe das immer nicht. Oder einen. Ach, warte mal, da oben. Ach, jetzt sehe ich das zum ersten Mal. Da kann ich auch nur so für 0 AP? Geht das? Das ist eigentlich Quatsch, oder? Dann kann ich auch gleich noch ein bisschen für... Hier ist anscheinend immer noch 0. Ja. Bam.
Wisst ihr, was ihr könnt, kann ich schon lange. So. Einen haben wir noch. Wir könnten ein bisschen nochmal zurückrennen. Weiß ich nicht, ob wir es machen sollten. Wie sieht es denn so HP-mäßig aus? Wir könnten uns mal... Schilderruf wäre auch nicht schlecht gewesen. Verstärken. 12 physische Rüstung können wir uns wiederholen. Komm. Ja, physische Rüstung haben wir ja. Scheiße, wir haben nur magischen Schaden genommen. Nee, ist Quatsch. Wir haben die physische Rüstung bei so ziemlich... Nur bei ihr nicht, oder? Wie sehe ich das gerade richtig? Und bei ihr auch nicht? Weiß ich gar nicht. Wo seid ihr denn? Da hinten. Komme ich denn an euch ran? Nicht jetzt bei ihr. Sieht so aus, als hätte sie leer, oder? Glaube ich. Und brennen wurde. Ah, da geht auch brennen weg. Aber sie steht halt in den Flammen. Das bringt uns nicht so viel. Na gut. So, Gegenschlag. Kann ich das? Nee, ich muss erst hin. Okay. Schilde hoch können wir. Ach nee, der hat voll. Okay, der wurde gar nicht getroffen, weil der da so super steht. Reicht das schon? Von hier müsste eigentlich, oder? Perfekt. Und wir stehen nicht im Feuer. So, mit dem hier. Oh Gott, das wird so ein harter Kampf einfach. Na klar, in ein Huhn. Wir könnten ihn eben mal aus dem Spiel rausnehmen. Ist das praktisch? Für zwei Runden. Wir können uns zwei Runden... Ganz ehrlich, mach mal. Wir haben es auch noch nie gemacht. Geht's nicht? Davon blockiert durch physische Rüstung. Ah, ich sollte das immer lesen. Na gut, schade. Dann können wir noch mal so draufhauen? Nee. Okay. Wir müssen immer alles hier abfackeln. Ich hasse das so. Das ist echt schlimm. Ich kenne kein Spiel, bei dem immer alles so brennt wie bei dem hier. So, wie geht's denn uns hier? Eigentlich gar nicht mal so schlecht, nur keine Rüstung. Wir könnten jemand untot machen, aber es bringt uns halt nichts, weil wir keine Heiltalente haben. Hm. 10 bis 11 physischen Schaden machen wir halt einmal. Stichschaden durch Heilung und Tränke erleidet. Kann man das einfach machen? So, also ein bisschen Schaden kriegt er ja auch. Oder machen wir erstmal Schilde hoch vielleicht. Ja, die hat gar kein Schild mehr. Wir machen mal Schilde hoch. So, das hätten wir dann wieder. Wie weit? Achso, es kommt gar nicht so weit. Okay. Da kommen wir gar nicht mehr ran. Dann bleiben wir, glaube ich, lieber im Hintergrund. Ah, hier ist gerade alles am Brennen. Ich komme leider nicht durch. Ich würde gerne einmal durchrennen. Geht aber nicht. Komme ich hier irgendwo? Nee. Okay, dann bleibe ich genau da stehen. Ja. Doch. Ach stimmt, das Hündchen. Oh Gott, das habe ich total vergessen, den Hund. Den sieht man da überhaupt nicht. Und der verreckt gleich. Das ist scheiße. Niederhalten könnten wir machen und damit jemanden verkrippeln. Fleischopfer geht gerade, glaube ich, nicht. Geht das? Warte mal. Jetzt gucke ich erst. Abgewehrt durch physische Rüstung, natürlich. Habt ihr alle noch physische Rüstung? Ja. Soll ich erstmal den Hund machen? Wer kommt hier als nächstes dran? Magister Waldläufer, Waldläufer. Oh, die werden bestimmt töten. Die kann ich mich jetzt noch nicht kümmern. Damit treffe ich meine Leute genauso. Oder? Kann ich das irgendwie so machen, dass ich nur die beiden hier verletze? Warte mal. Feuer, abgewehrt durch magische Rüstung. Magische dürfte keiner mehr haben. Tatsächlich nicht. Das können wir machen. Okay, ich guck mal. Okay, das hat jetzt nicht viel gebracht. Na gut, das ist wahrscheinlich nur lohnenswert, wenn man wirklich noch eine Ölpfütze hat, wo man noch mehr von hat. Das war jetzt doof. Na gut, wir könnten so einen guten Giftpfeil benutzen, aber wie ist der nochmal auch magisch? Hm. Ein Niederschlagspfeil. Komm, ich mach mal hier jetzt den guten Giftpfeil. Ja, ja. Naja, gut. Scheiße. Und schon ist jemand tot. Mist. Ja, ohne unsere Äxte werden wir es nicht schaffen. Das können wir, glaube ich, vergessen, nur unsere Äxte. Das ist doch echt blöd mit den Kämpfen hier. Ich verstehe nicht, warum das so arschschwer ist. Es kommen wir ausgerechnet, also jetzt ernsthaft eine Frage, kommen wir ausgerechnet immer irgendwie dorthin, also geraten wir immer in so eine Kämpfe, die wir einfach mit unserem Level und Ausrüstung noch nicht schaffen können? Oder ist
einfach meine Kampftaktik totaler Schrott. Ich weiß es echt nicht. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt, wie ich spiele, oder ob das einfach so ist, dass wir die Kämpfe gar nicht packen können, die wir uns hier immer aussuchen. Könnte natürlich auch gut sein. Vielleicht habe ich mir auch falsche Dinge rausgesucht. Also vielleicht ist es einfach nicht so gut, meine Zusammenstellung, aber das glaube ich irgendwie gar nicht, weil wir eigentlich ziemlich viele verschiedene haben. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da welche schlechter als andere sind. Ja, dafür bräuchte ich drei und so Exe kann ich nicht wiederbeleben. Ist halt auch scheiße im Feuer, wenn ich die hier jetzt wiederbelebe, wo alles brennt. Na super. Da habe ich bestimmt ganz viel von. Kann mich nicht ran. Ach so, und ich bin verkrüppelt. Okay, ich kann mich nicht bewegen. Ja, ganz ehrlich, dann schlag hier einfach drauf. Ja, einer meinte auch in der Oh, guck mal, jetzt ist hier das Feuerwerk. Einer meinte auch in den Kommentaren, er würde es nicht schlimm finden, wenn ich ja erstmal die Kämpfe mache und gucke, dass ich dann halt, also wenn ich immer verliere, die Kämpfe dann nicht aufnehme und euch halt nur das zeige, wo ich denn gewonnen habe. Könnte man machen, vor allem eben bei solchen furchtbaren Kämpfen, wo wirklich einfach kein Sieg zu finden ist. Also wenn ich es jetzt halt auch öfter ausprobiere, ob ich es überhaupt noch schaffe. Da könnte ich theoretisch es auch so machen, dass ich den Kampf auf, also die ganzen Kämpfe aufnehme, bis ich gewinne. Und dann, ja, dann halt das nehme, wo ich dann gewonnen habe und euch zeige, eben damit halt, wie bei sowas, das, weiß ich nicht, dass ich jetzt nicht dreimal Folgen habe, wo ich einfach nur, ja, kämpfe und nichts passiert, weil ich einfach nicht gewinnen kann. Da könnte man dann halt die Aufnahme nehmen, wo es geklappt hat und dass ich die dann zum Beispiel nachsynchronisiere. Also ich kann jetzt nicht die ganze Zeit reden und hoffen, dass irgendeine Aufnahme mal geklappt hat. Man könnte es dann halt nachsynchronisieren. Dass ich euch dann erzähle irgendwie. Dann kann ich euch auch erzählen, ja, ich habe jetzt, das ist jetzt der dritte, vierte Anlauf. Aber das möchte ich euch halt eben nochmal komplett fragen. Also nicht nur einen entscheiden lassen. Ach, guck mal, ich kann wegrennen. Was passiert, wenn ich wegrenne? Haben wir Verluste da? Na, ihr sollt eigentlich alle wegrennen. Ach, muss ich das für jeden extra nehmen? Hä? Hallo? Ach, Feinde sind zu nah. Okay, das habe ich habe gerade nicht hier hingeguckt. Ja, also da würde ich euch halt jetzt fragen. Also wir sehen ja, wir verkacken gerade auf ganzer Linie. Ja, und dann ist halt die Frage an euch jetzt, wie seht ihr das so? Oh, ich glaube, ich habe sie jetzt aufgerufen. Ja, also würdet ihr es okay finden, wenn ich so eine Kämpfe jetzt hier, wo ich dann auch total versage? Also beim ersten Mal könnte man es ja zeigen, dass man beim ersten Mal hier total verkackt hat. Und wenn ich es jetzt halt wirklich nochmal irgendwie drei, vier Mal versuche, bis ich es vielleicht doch schaffe. Ja, wäre das für euch okay oder sagt ihr, nee, also ganz ehrlich, das ist dann nicht mehr... Also ich könnte es total verstehen, wenn ihr sagt, das ist dann nicht mehr wie ein Let's Play. Da zeigt man ja eigentlich alles, was im Spiel passiert und nicht nur die besten Versuche. Dann hat das irgendwie nicht mehr viel mit dem Let's Play zu tun. Das würde ich durchaus natürlich verstehen. Ich finde es natürlich schade, dass ich euch irgendwie immer nur Kämpfe zeigen kann, die so in die Hose gehen. Also selten haben wir irgendwie einen Erfolg beim Kämpfen. Und dadurch müssen wir dann irgendwie mal wegrennen, weil ich euch auch nicht irgendwie 1000 Versuche zumuten möchte, auch wenn wir es vielleicht sogar schaffen könnten, nach ein paar Versuchen. Ja, also wie gesagt, die Entscheidung liegt da ganz bei euch. Ich würde da ganz das machen, was ihr möchtet. Ich hoffe, ihr habt mich richtig verstanden. Wenn ihr es nicht ganz verstanden habt, was ich meinte, dann könnt ihr natürlich gerne nochmal in den Kommentaren nachfragen, wie ich das denn jetzt meine oder selber halt dazu... Ja, wenn euch selbst irgendwie was dazu einfällt, einfach verschreiben, wie es euch am liebsten wäre mit solchen Kämpfen. Jetzt hört doch mal auf, da hinten zu reden, Mensch. Mensch, das kann ich doch nicht erzählen. Ja, die Folge ist jetzt natürlich auch vorbei, das ist jetzt blöd. Wir haben jetzt wirklich die ganze Folge halt hier für den Kampf verschwendet, der nichts wurde. Ja, da wäre halt auch die Frage, auch wenn ich dann zum Beispiel Kämpfe überspringe, wollt ihr aber den ersten Kampf, der daneben lief, dann schon sehen? Weil wir ja dann auch das erste Mal dahin laufen und mit denen reden dann. Oder wie auch immer die Kämpfe zustande kommen. Na gut, genug geredet. Ich freue mich auf eure Kommentare und hoffe, da kommt irgendwie eine, ja, einigermaßen eine Meinung raus, mit der alle zufrieden sind nachher. Und ja, damit würde ich mich von euch verabschieden. Bye, bye.